Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Snackbox-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir, die neue Vernasche. Die Weltbox ist heute bei mir angekommen. Ja, perfekt, ich habe heute auch Zeit, deswegen werden wir die jetzt gleich sofort öffnen und alle Sachen, die drin sind, natürlich probieren. Ich freue mich drauf, ich weiß natürlich nicht, welches Thema wieder diesen Monat gewählt worden ist. Schauen wir uns gemeinsam an. Okay, dann würde ich auch sagen, wir fangen das sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist zum Beispiel der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, wir sehen es schon. Das Thema ist, ja, England, London. Okay, so, hier ist unser Heftchen. Da gucken wir natürlich noch nicht rein. Wir wollen alles nacheinander auspacken und probieren, ohne vorher zu wissen, was drin ist. Ich würde sagen, wir fangen auch hiermit mal an. Terry's Orange. Kenne ich sogar, hat mir ein Kollege mal zugeschickt, allerdings als diese ganze Orange, die man so auf den Tisch schlägt und dann kommen hier diese einzelnen Stücke raus, sage ich jetzt einfach mal. Okay, das scheint jetzt hier, ich weiß nicht, ob es eine neue Variante davon ist. Denke ich eigentlich nicht. Okay, gut, probieren wir natürlich. So, wir probieren mal unsere Terry's Orange. Und ihr seht, ja, die sind einfach nur ziemlich klein. Ich denke mal, geschmacklich werden die genauso sein wie die normale Sorte. Man hätte auch lesen können, hier steht ja auch Minis drauf. Ich zeige es nochmal. Okay. Oh ja, es riecht ziemlich stark nach Orange. Und es schmeckt auch ziemlich stark nach Orange. Also für mich hat das diesen Geschmack von diesen Erfrischungsstäbchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Absolut nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man mögen. Also für mich gehört Schokolade mit Orange irgendwie nicht zusammen. Ich weiß nicht. Ich kann mich an den Geschmack nicht gewöhnen. Gerade hier ist es auch ziemlich intensiv nach Orange. Ja, erste Sorte jetzt leider nicht so meins. Schauen wir mal, was wir jetzt noch weiteres in der Box dabei haben. Weiter geht's hiermit. Das scheinen, ich würde fast sagen, Linsenchips zu sein. Sweet Chili Flavor, gefällt mir. Mag ich. Okay, ziemlich kleiner Beutel allerdings, 25 Gramm. Na gut, ich hoffe, sie schmecken. So, weiter geht's. Ich habe mich vertan, es sind keine Linsenchips, sondern es ist hier aus irgendeinem Meerkorn und Gemüse hergestellt angeblich. Okay, sieht schon mal ein bisschen seltsam aus. Also ich hoffe, es schmeckt jetzt wenigstens. Ich bin gespannt. Riecht einfach nur nach Gewürzen und ich probiere es. Ja, hier muss ich ganz ehrlich sagen, besser wie erwartet auf jeden Fall. Die Dinger haben einen guten Crunch, sind auch gut gesalzen. Ja, und auch der Geschmack, Sweet Chili kommt hin. Ganz, ganz, ganz leichtes Brennen und wie gesagt, ein bisschen von der Süße, von der Chili. Genau wie es hier versprochen wurde. Also die Sorte ist auf jeden Fall super. Ich mag ja so Linsenchips und so ein Zeug. Die hier wirklich klasse. Schon mal das erste Gute in der Box, sage ich jetzt einfach mal. So, als drittes haben wir dann dabei, was ist das? Okay, das scheint irgendwie ja, auch irgendein Gebäck zu sein. Worcester Shire Sauce, okay. Na gut, ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Interessant aussehen tut sie auf jeden Fall schon mal. So, das sieht jetzt schon eher nach Chips aus, wie die Sorte davor. Ich bin gespannt. Leider sind die meisten alle ziemlich kaputt. Das ist jetzt noch der, der am meisten irgendwie heil geblieben ist. Keine Ahnung, was mit der Tüte passiert ist. Ich bin jetzt vor allem auf den Geschmack gespannt. Diese Worcestershire-Soße. Keine Ahnung. Das riecht irgendwie, boah, ich weiß nicht, leicht nach Essig. Keine Ahnung, ich probiere es. Oh nee, was ist das denn? Furchtbar. Es riecht nicht nur nach Essig, sondern es schmeckt auch total stark nach Essig. Ach nee. Also das muss man wirklich mögen. Meins ist es absolut nicht. Furchtbar. Also der Crunch ist super von den Dingern. Die sind auch gut gesalzen. Nur wie gesagt, jetzt dieser wirklich penetrante Essiggeschmack. Oh nee. Also die kann ich leider nicht weiter essen. Auch hier bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja, schade. Ich hoffe, das nächste Produkt wird dann besser schmecken. Huah. So, weiter geht's hiermit. Die Minions sind auch dabei. Sehr schön. Was ist das? Drumstick Squashies. Banana and Blueberry Flavor. Cool, okay. Das ist schon mal eine interessante Geschmacksrichtung. Nice. Also ich denke mal schon, dass die auf jeden Fall lecker sein werden. Cool. So. Und dann probieren wir jetzt mal unsere Drumsticks. So schauen sie aus der Nähe aus. Sie sind ganz weich. Zwei Geschmacksrichtungen, wie gesagt. Banane und Blaubeere. Oh, es riecht doch schon schön fruchtig. Okay, ich beiß rein. Die sind jetzt wirklich super. Schöner, weicher Schaumzucker und auch der Geschmack von Banane und Blaubeere schmeckt man sofort raus. Das Ganze ohne dabei zu süß zu sein. Super Kombination, passt auch wirklich top zusammen. Also die sind richtig klasse. Die würde ich mir jetzt so auch nochmal kaufen. Ja, lecker. Dann haben wir hier eine etwas größere Verpackung. Die Party Rings, okay. Auch noch nie gesehen. Hat jetzt so ein bisschen Donutform, sage ich jetzt einfach mal. Scheint irgendwie ein Keks zu sein, irgendein Gebäck. Naja, schauen wir mal.
So, ich habe jetzt ein paar von unseren Partyringen entnommen. 20 Stück sind insgesamt drin. Wie gesagt, ein paar liegen jetzt hier auf dem Testteller. Einen davon werde ich jetzt probieren. So sieht das Ganze aus. Ich befürchte jetzt schon, dass es ziemlich süß sein wird. Wahrscheinlich durch diese Glasur, die da oben drauf ist. Schauen wir mal. Es riecht ja, nach Erdbeere und ich beiß rein. Ja, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Also der Keks ist ziemlich knusprig, der sich da drunter befindet. Und dann haben wir oben diese wirklich mega süße Zuckerglasur. Oh, nee. Also das ist mir auf jeden Fall um einiges zu süß. Man kann es gerade noch so essen, aber die finde ich jetzt wirklich nicht besonders lecker. Ich denke mal, die anderen Sorten werden genauso sein. Deswegen werde ich die jetzt auch nicht probieren. Also ich glaube, die Hälfte von der Glasur hätte es auch getan. Also so wirklich, nee, absolut mega süß das Ganze. Muss man mögen. Wie gesagt, mein Geschmack ist es jetzt nicht. Ja, ein bisschen schade. Auch die werde ich natürlich dann verschenken. Ja, dann geht's weiter hiermit. Oh cool, ein Kellogg's Frosties Riegel. Ja, kenne ich sogar als Cerealien, die man so halt mit Milch isst normalerweise. Das jetzt in Riegelform, ja. Kann auch lecker sein auf jeden Fall. Nice. So sieht der Frosties Riegel dann ausgepackt aus. Ja, die Dinger kennt man ja von den Frühstückscerealien. Unten haben wir jetzt eine weiße Schokolade dabei. Okay. Es riecht eigentlich relativ neutral und ich beiß mal rein. Ja, der Riegel ist von der Konsistenz her ziemlich klebrig, wenn man den anfasst. Wahrscheinlich, um diese ganzen Cerealien irgendwie zusammenzuhalten. Unten die Schokoladenschicht schmeckt man auf jeden Fall raus. Hätte für mich jetzt allerdings ein bisschen mehr sein können. Schöne, leckere, weiße Schokolade. Aber ich muss sagen, der Riegel ist auch ziemlich süß. Also das solltet ihr wissen, wenn ihr den mal nachkaufen wollt. Ja, aber ist eine feine Sache. Kann man auf jeden Fall mal machen. Eins der besseren Sachen, die bis jetzt dabei sind. Ja, interessant. So, weiter geht's hiermit. Was ist das? Sour Smokeballs. Ja, die Verpackung sieht schon mal sehr witzig aus, wie ich finde. Toxic Waste habe ich auch schon mal was von probiert. Die waren wirklich super sauer. Das scheinen jetzt hier so kleine, ja, ich weiß nicht, ob es Kaugummis sind. Interessant auf jeden Fall. Na gut. So, bevor ich jetzt die Tüte aufmache, wollte ich jetzt noch mal kurz die Rückseite zeigen. Denn hier oben seht ihr, es gibt ziemlich viele verschiedene Sorten. Ich werde die jetzt allerdings nicht alle probieren, sondern maximal zwei. Und dann schauen wir mal. Ja, so sehen sie dann ausgepackt aus. Sie sind ziemlich klein, wie ich finde. Ich habe es mir jetzt irgendwie auch ein bisschen größer vorgestellt. Na gut, ich probiere jetzt mal. Das ist jetzt hier die Erdbeersorte. Ja, von der Konsistenz sind die Dinger auf jeden Fall ziemlich hart. Kriegt man kaum zerbissen. Wenn man die jetzt so ganz normal im Mund hat und einfach nur lutscht, sage ich mal, dann ist es ein ziemlich süßer Erdbeergeschmack. Das Saure, das kommt erst, wenn man da drauf beißt. Da ist so eine saure Masse drin. Und dann wird das Ganze, ja, ziemlich heftig. Kann man aber noch essen. Da habe ich jetzt schon saure Sachen von denen gehabt. Probieren wir jetzt nochmal die Lemon-Sorte. Ja, da war die erste Sorte jetzt besser. Das ist jetzt hier ein ziemlich künstlicher Zitronengeschmack. Und auch hier ist es so, am Anfang ist es relativ süß. Und sobald man es dann zerbeißt, kommt dann auch hier diese ja, saure Masse zum Vorschein. Ja, für mich ist es dann eher nichts. Deswegen werde ich den Rest der Tüte auch verschenken. Naja. Dann haben wir hier nochmal Toxic Waste. Oh Gott. Nuclear Sludge. Ja, das klingt schon gefährlich. Naja, ich erwarte auch hier was ziemlich Saures. Wir probieren es. So schaut unser Toxic Waste Riegel aus, nachdem ich ihn ausgepackt habe. Also ich bin ganz ehrlich, viel chemischer geht es schon nicht mehr vom Aussehen her. Also ich hoffe, er schmeckt jetzt wenigstens. Er soll nach blauer Himbeere schmecken. Naja, ich bin gespannt. Oh Gott, was ist das? Der riecht doch total furchtbar. Also ich beiß mal rein. Ne, hier muss ich leider sagen, absolut furchtbar. Uah, er schmeckt doch total chemisch. Also Himbeere hätte ich jetzt, glaube ich, nicht rausgeschmeckt. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es hier irgendeine ja, Frucht sein soll oder so. Aber Himbeere, ich weiß es nicht. Dazu dann noch ziemlich sauer das Ganze. Also nee, kann ich leider auch nicht weiter essen. Also auch das leider eine kleine Enttäuschung. Na gut, es kann nicht alles schmecken. Aber das hier ist wirklich furchtbar. Dann haben wir dabei das hier. Poppets Toffee. Okay, auch noch nie gesehen. Ja, scheint hier irgendeine Milchschokolade zu sein. Und innen drin mit so einer Toffee-Füllung. Super, stelle ich mir auf jeden Fall auch total lecker vor. Auch hier leider eine ziemlich kleine Packung. Na gut. Dann probieren wir mal unsere Poppets Toffee. So sehen sie ausgepackt aus. Alle relativ gleich groß. Okay. Richtig gut. Also außen herum gibt es hier diese schön zart schmelzende Milchschokolade. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Zergeht sofort im Mund. Und im Inneren dann ist diese ja, Toffee-Masse. Auch die ist super lecker, total geschmacksintensiv, klebt allerdings auch ziemlich stark an den Zähnen, muss man dazu sagen. Auch relativ süß, aber vom Geschmack absolut top. Also das ist bisher mit das Beste, was dabei gewesen ist. Ja, leider nur eine kleine Packung,
Aber die finde ich auch super, würde ich mir sofort draußen nochmal so im Geschäft kaufen. Dann haben wir noch dabei McVitie's Toasties. Meine ich auch schon mal getestet zu haben, allerdings eine andere Geschmacksrichtung. Bourbon Creams, okay, das scheinen jetzt hier so Kekse zu sein. Also ich meine, ich hatte mal so Chips oder so Cracker oder sowas von denen. Ziemlich sicher. Na gut, schauen wir mal. So, dann bin ich jetzt auf die Tasties gespannt. So schauen sie aus. Mir eine Schokoladenfüllung mit am Start. So eine Creme ist irgendwie dazwischen. Und ja, ich vermute, es ist so ein Kakaokeks. Okay. Ja, riecht auch schon schön schokoladig. Ich beiß rein. Ja, das ist doch wirklich mal eine leckere Sorte. Oben und unten dieser leckere Kakaokeks. In der Mitte dann eine cremige, ja, Schokoladenmasse, sag ich jetzt einfach mal. Also die treffen genau meinen Geschmack. Die würde ich mir auch draußen nochmal kaufen. Wie gesagt, schön schokoladig das Ganze. Knuspriger Keks. Super. Also auch hier jetzt mal wieder eines der besseren Produkte, die dabei sind. Ich hoffe, so geht's weiter. Aber die sind wirklich klasse. So, dann nochmal eine große Packung. Okay, hier sind so fünf Riegel jetzt drin. Das ist so ein Schokoladenriegel. Interessant, kenne ich auch noch nicht. Auch von McVitie's. Ja, stelle ich mir auch lecker vor. Super. So, fünf einzeln verpackte Riegel sind dabei. Einen habe ich jetzt schon mal ausgepackt und in der Mitte durchgeschnitten. Den werde ich jetzt mal probieren. So schaut er dann aus. Okay, außenrum Schokolade. Hier ist jetzt irgendwie ja, so eine Keksmasse, sage ich jetzt einfach mal. Und oben scheint eine Schokoladencreme zu sein. Okay, ich probiere mal. Oh, riecht auch schon schön schokoladig. Auch hier eine schön zart schmelzende Milchschokolade. Sehr gut. Dann darunter nochmal eine ganz fluffige Schokoladencreme. Ja, und in der Mitte befindet sich, ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich Keks nennen kann. So eine ganz, ganz weiche Masse, die auch total schokoladig schmeckt. Also das ist wirklich ein super Riegel, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen klein ist. Also auch hier würde ich sagen, die würde ich mir draußen normal im Geschäft kaufen, wenn es die bei uns geben würde. Richtig lecker. Und noch eine große Packung. Was haben wir hier nochmal von McVitie's? Die Happy Faces. Was ist das? Biscuits, okay. Made with Raspberries. Interessant. Ja, so werden sie dann wahrscheinlich gleich aussehen. Schön, schön. So schauen unsere Happy Faces dann ausgepackt aus. 10 Stück sind insgesamt dabei. Probieren wir jetzt mal. Oh ja, ziemlich dicke Kekse, sage ich jetzt einfach mal. In der Mitte dann unsere, ja, Himbeermasse. Also vom Aussehen finde ich sie ganz stylisch. Jetzt müssen sie nur noch schmecken. Oh ja, oh, es riecht schon extrem, extrem nach Himbeere. Ich probiere mal. Ja, oben und unten befinden sich hier Butterkekse. Die gefallen mir auch von der Konsistenz her. Die sind schön knusprig, wenn man da reinbeißt. Haben auch einen schönen butterigen Geschmack. So, jetzt kommen wir mal zum Inneren. Also hier ist auch unter anderem Himbeermarmelade mit drin. Hat einen super leckeren Himbeergeschmack, aber das Ganze ist wirklich auch sehr, sehr süß. Also für mich ist es jetzt gerade noch so im Rahmen. Denke mal, den Rest der Packung werde ich auch aufessen, aber jetzt irgendwie nochmal kaufen würde ich mir die nicht, weil wie gesagt, die sind wirklich schon ziemlich süß. Aber auch hier ganz okay das Produkt, aber leider auch kein Highlight. Und als letztes haben wir dann noch ein Getränk dabei. Tango. Ist auf jeden Fall so eine Limo mit Mango-Geschmack, das Ganze zuckerfrei. Schön, ich hoffe, es hat wenigstens Kohlensäure. Das ist auch interessant. Ja, ziemlich viel dabei auf jeden Fall. Nice. So, zu guter Letzt probieren wir jetzt hier unsere Tango-Limonade. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Sie soll nach Apfel und nach Mango schmecken. Also das klingt interessant. Da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt. Dann schauen wir mal. Ja. Oh ja, es riecht doch schon schön fruchtig hier. Und ich probiere es. So schaut es dann aus. Ja. Also dafür, dass es zuckerfrei ist, schmeckt es auch ziemlich süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat auf jeden Fall einen stärkeren Mango-Geschmack. Also Apfel schmeckt man jetzt hier irgendwie kaum raus. Ist aber auf jeden Fall schön erfrischend. Schöne prickelnde Kohlensäure dabei, das mag ich. Besser wäre es jetzt natürlich noch gewesen, wenn ich es vorher gekühlt hätte. Leckere Erfrischung für die heißen Tage, die jetzt kommen. Könnte ich mir auch vorstellen, nochmal zu kaufen. Ja, eine leckere Sorte, definitiv. So, ihr seht, die Box ist leer, wir sind durch. Ja, Fazit von der Box. Ich bin ganz ehrlich, also die letzte, die wir hatten, die war auf jeden Fall um einiges besser vom Inhalt her. Hier waren jetzt nicht so viele Produkte dabei, die mir jetzt richtig gut gefallen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich immer persönliche Geschmackssache.
Allerdings waren jetzt auch ein, zwei Sachen dabei, die ich überhaupt gar nicht mag. Deswegen vergebe ich jetzt für die Box einen Daumen nach oben. Das muss in dem Fall reichen. Ist ja auch noch eine relativ gute Bewertung. Ich bin gespannt, was nächsten Monat wieder dabei ist. Freue mich natürlich drauf, die nächste Box dann auch wieder hier präsentieren zu dürfen. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Gerne auch ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch gerne einen Daumen nach unten. Alles ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.